Hallo und herzlich willkommen zur 124. Folge von Project Unstable 4. Ich habe hier unten ein wenig ausgebaut, was jetzt hier nochmal die Grundstruktur angeht. Habe ja auch schon mal das Rezept angeschlossen. Meine Idee war jetzt folgende: Zum Automatisieren. Ich greife ja hier ein Redstone-Signal ab. Das Redstone-Signal aus dem Comparator kommt raus, sobald hier ein vollständiges Rezept drin liegt. Meine Idee war daher, wir droppen alle Items einmal drauf. Und sobald das Rezept fertig ist, stoppen wir einfach den Hopper. Leichter als das. Problem ist allerdings, das Rezept braucht mehr als 5 Items. Wodurch der Hopper schon mal eigentlich indirekt rausfällt. Denn mit dem Blocking Mode würden wir hier einmal das Rezept reinpacken. Dann muss erstmal theoretisch ein Item raus, dann packt er das nächste rein, was praktisch zu dem Rezept gehört und so weiter. Das heißt, der Living Rock, es sei denn, wir machen eine spezielle Kombination in der Folge, wie die Items raus sollen, wird immer als erstes gedroppt. Und die Sache ist die: Sobald hier alles einmal raus ist, packt ihr das nächste Rezept rein. Soweit, so gut. Die Idee war halt, das Rezept hier unten ist fertig. Der Comparator gibt ein Signal aus, das Signal wird abgefangen und der Hopper wird blockiert, dass er nichts weiter ausgeben kann. Ja, leider interessiert das den Hopper recht wenig, ob er da noch was ausgeben kann oder nicht. Und von daher gibt er einfach weiter aus. Die Hälfte der Items, die halt nicht zum Rezept gehören, wird von der Hopper hinten eingesammelt. Und es landet also im E-System und wir bekommen am Ende nicht viel. Das ist doof. Also die Idee fand ich eigentlich gar nicht schlecht, weil sie funktionieren sollte in der Theorie. Wir droppen es, das Rezept ist fertig, wir machen ein Redstone-Signal, wir blockieren. Ja, leider ist ein bisschen der Speicher zu klein und ja, alles doof. Egal, lassen wir es. Also, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dann, ja, das Kabel habe ich halt vorgezogen. Dann habe ich noch mal ein bisschen was gemacht und zwar ist mir was aufgefallen. Und zwar bei unserem MOX-Reaktor. Also wenn wir jetzt auf, er läuft jetzt übrigens wieder auf MOX. Warum, erzähle ich gleich. Zum einen kriegen wir jetzt erstmal mehr Strom und die Sache ist die, wir hatten ja das Problem, dass die Centrifuge nicht arbeitet, was wir hier schön gerade auch sehen. Oh, schön, er speichert es jetzt. Sie arbeitet nicht. Ich kann euch sagen, wann sie arbeitet. Jetzt. Ich weiß nicht, was es für ein Bug ist, der verhindert, dass die Temperatur abfallen kann mit dem Inverter-Upgrade. Denn man braucht eine geringere Temperatur, um das zu schmelzen, als jetzt beispielsweise Purified Uranium. Und das werden wir jetzt auch gleich mal sehen, wenn wir es reinpacken. Sehen wir, er muss sich erst noch mal ein ganzes Stück aufheizen. Die Sache ist die, hier würde er trotzdem noch arbeiten. Das Ding könnte sich komplett vollheizen. Was er jetzt auch macht. Er hat erstmal das Rezept gestoppt, er heizt sich komplett voll und dann macht er weiter. Ich weiß nicht, warum es beim MOX nicht funktioniert. Das Problem ist, das Aufheizen dauert eine ganze Weile. Ich würde sagen, wir lassen das Inverter erstmal draußen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, falls es bei euch auch nicht funktioniert. Das kann daran liegen, dass ihr ein Inverter-Upgrade drin habt, welches komischerweise den Strom halt höher setzt. Den Base-Strom. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Naja, gut. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen. Jedenfalls haben wir auf jeden Fall. Huch, was mache ich denn hier? Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen Plutonium. 37 haben wir noch. Also haben wir neu generiert neben den 5, die hier drinne sind und den 6, die hier drinne sind. Also wir haben schon ordentlich Plutonium, habe ich jetzt generiert.
Wie gesagt, ich habe das dann hier offscreen rausgefunden, noch ein bisschen gemacht und probiert und dann ging's. Ja, das Ding ist auch relativ, ja, es ist mittlerweile sogar wieder voll. Wunderbar. Also stromtechnisch, jedenfalls was EU angeht, haben wir genug. Gut. Das wollte ich noch sagen, War noch irgendwas? Jetzt muss ich gerade überlegen. Drüben hatte ich alles gezeigt und gemacht. Ja. Ich glaube, das sollte soweit das von dem Update sein. Und... Achso, wir haben den Server noch geupgradet. Stimmt. Ich habe den Server heute geupdatet. Wir haben zum einen lustigen Bug. Und zwar, sobald ein Draw. Habe ich normale Draw? Die sollten, glaube ich, auch gehen, ne? Ja, ich nehme mal mit. Oder wir machen mal Basic Draw. Einfach nur mal, damit ich zeigen kann, dass es relativ lustig ist. Ich weiß nicht, durch was der Bug verursacht wird. Aber wir haben einen lustigen Bug. Nehmen wir mal irgendein festes Material wie Cobblestone. So, wenn wir hier einen Draw haben, können wir den ja abschließen beispielsweise. Ich nehme aber mal den Key und schließe mal so ab, dass wir hier irgendwas sehen. Und wir sehen außerdem, wenn ich das wegmache, wir haben hier so einen, ja, eisenfarbigen, also grauen Rand drumherum. Das Lustige ist, sobald ein Block drüber steht über dem Basic Draw, wird das da schwarz. Jetzt kommt das, die lustige Sache. Wenn wir es auf die... Das war jetzt die Richtung Süden, geht es nach da hinten. So. Richtung Osten passiert es nicht. Richtung Norden passiert es nicht. In die Richtung auch nicht. Wir haben sogar noch einen anderen lustigen Bug. Zum einen haben wir hier den Bug, dass es hier dunkel wird, sobald ein Block drüber steht. Und zum anderen haben wir hier noch das Problem, dass es irgendwie auf dem Kopf ist. Es ist immer nach unten hin und hier ist es verkehrt rum. Ich weiß nicht, wem das mal aufgefallen ist, aber mir ist so heute ein bisschen beim Testen dann aufgefallen, dass ja eigentlich der Mod voller Probleme in der Hinsicht, also was heißt Probleme, voller kleiner Bugs, in der er sich steckt. Ja, das ist äußerst interessant, warum das auch immer falsch rum ist. Was mache ich denn? Genau, das wollte ich nochmal zeigen. Und aufgrund des Updates haben wir, Mikrofon bleibt, haben wir Advanced Machines. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Compacting Recycler. Wunderbar. Wir haben auch jetzt den schnelleren Macerator, den Rotary Macerator. Wir haben auch den Metal Former, die bessere Form, und zwar den Liquescant Extruder, was ja Extruder ist im Endeffekt. Also im Extruder-Mode, nur dauerhaft und immer. Wir haben Impellerized Roller, was im Endeffekt der Plattenmach-Dingens ist. Und wir haben Water Jet Cutter, was ja halt die Cutter sind. Genau. Und das, was ich nicht ganz verstehe, es ist ein Add-on-Mod, der aber komischerweise die Items hierhin mit reinfügt. Und sie haben als Namen Industrial Craft. Das ist ein bisschen komisch. Aber, naja. Egal, lassen wir es. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel, dass wir uns, nicht Thermal Washer. Den... Compacting Recycler machen. Und zwar wahrscheinlich 2 bis 3 Stück davon. Und dahinter einen großen Cobblegen, welcher uns hoffentlich genügend Cobblestone generiert, was wir theoretisch sogar in Bits machen könnten.
um einen Haufen Zeug extrem schnell zu recyceln und durch den Recycle-Prozess einen Haufen Scrap zu bekommen und dieses Scrap zu U-Matter zu machen. Indirekt. Wir helfen dem U-Matter-Prozess. Wir verbrauchen weniger Strom und dafür geht's schneller. Ja. Genau das. Das war neu. Hatte ich sonst noch irgendwas Neues mit reingenommen, was jetzt irgendwie wichtig war? Nicht, dass ich wüsste. Hatte ich noch irgendwas? Jetzt muss ich überlegen, das Update ist schon wieder jetzt einen halben Tag her. Ich habe keine Ahnung, wann ich da, was ich da noch mit reingepackt hatte. Hatte ich für Blood Magic einen Addon drauf? Ich wollte. Ne. Okay. Gut. Dann wollte ich nur. Also entweder habe ich es nicht gefunden oder ich, ja. Keine Ahnung. Hab mich doch dagegen entschieden. Weil ich gerade nicht weiß, warum. Egal. Gut. Was machen wir heute? Ehrlich gesagt, nichts. es ist ja schon relativ spät geworden. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit verrannt und nicht unbedingt aufgrund von, ja, was weiß ich, persönlichen Gefühl nicht unbedingt Lust, irgendwie eine Folge aufzunehmen. Und deswegen machen wir jetzt im Endeffekt noch Folgendes, die so ein bisschen die letzte Zeit, weil ich gefragt wurde, ob ich denn meine Reaktorexplosion zeigen könnte. Ich kann die zeigen. Die Frage ist, willst du die sehen? Denn, also zum einen kann man sie leicht selber machen. Wenn man in einer Welt ist mit Creative. Ich werde mal beides zeigen. Ich werde mal, wenn es mein Rechner mitmacht. Es kann sein, dass es abschmiert. Wir werden sehen. Wenn es der Rechner mitmacht, zünde ich auch mal eine Nuke. Aber erstmal will ich aufgrund der Anfrage zeigen, was eigentlich passiert, wenn ein Reaktor hochgeht. Was eigentlich wirklich nicht viel ist. Es passiert. Achso, ich kann mir keine Items geben. Moment, ich kann nicht in der Welt sein. Ich muss eine andere Welt öffnen. Habe ich hier irgendwo Creative Mode? Ja. Nehmen wir die. Wie gesagt, es geht hauptsächlich nur jetzt erstmal drum, dass ich das zeige. Ach, nee. Moment. Oh oh. Ich glaube, das war ein Fehler, das abzubrechen. Yep, das war ein Fehler. Gehen wir in. Oh, das ist doof. Oh, weißt du was? So. Lass es auf Default. Gut. Habe ich es auf Creative gestellt? Keine Ahnung, lass mal überraschen. Jedenfalls, eine Nuke ist ein bisschen verändert worden zu dem, was sie früher war. Also es war schon der 1.7 anders, aber ganz früher war es so, eine Nuke war einfach nur eine riesige Explosion. Heutzutage steckt bei der Nuke ein bisschen mehr dahinter. Und zwar packt man nukleares Material rein. Plutonium beispielsweise. Welches dann die Stärke der Explosion und den Sprengradius vergrößern kann. Also eine normale Nuke an sich, ohne dass da irgendwas drin ist, macht nicht unbedingt den Damage, den man vielleicht erwartet oder erwarten würde. Und wir machen mal Folgendes. Industrial Craft. Wir machen mal ein Reactor Chamber. Und Reactor, Nuclear Reactor. Und ich mache das einfach mal hier, um so ein bisschen zu zeigen, was da jetzt passieren wird. So. Wir bauen mal einen Reaktor auf. So. Relativ klein. Und dann nehmen wir mal einfach 4 Stück. Reichen im Endeffekt ein Reaktor, oder wir machen 8. Komm, wir machen 8.
ein Teil produziert schon relativ Hitze. Wenn wir noch einen Lever haben. Und den Reaktor anschalten. Wir produzieren jetzt schon Hitze. Wenn wir zwei nebeneinander haben, geht es noch schneller. Und wenn wir jetzt ganz krass sind und diesen da machen. Das ist eine Reaktorexplosion. Es passiert nicht viel, bis auf das auf alles weg ist. In einem ordentlichen Radius. Also, zur Information, es geht noch ein bisschen weiter hier, ne? Also, wenn wir mal auf die Map gucken, ein paar Chunks sind weg. Wenn der Reaktor da also hochgehen würde, würde er... Warte, hier war das Zentrum der Explosion. Das heißt... Wenn ich das mal übertrage... Ja, also bis zu unserer Villa kommt es nicht. Also unsere Villa bleibt stehen. Uns ist ja hier auch nur hauptsächlich die Oberfläche gewesen. Also ein Reaktor hat eine breite Sprengkraft, aber nicht unbedingt eine hohe. Ich kann aber mal zeigen. Stone. Industrial Craft finde ich es leichter. So, und zwar... zeige ich nochmal Reinforced Stone kurz, was das für eine Auswirkung hat eigentlich auf die... der Reaktor war jetzt relativ hoch in der Luft, ich baue den jetzt mal hier unten rein einfach und zeige mal ganz kurz hier die Auswirkung. Denn Reinforced Stone hat ja eine wunderbare Eigenschaft. Werde ich zwei Dinge mal zeigen. Ich kann ja das Uran dann nochmal rausnehmen kurz. Gerade überlegen, wie rum ich es mache. Egal, wir bauen erstmal hier einen Chamber kurz auf. So, einmal diesen da. Ich nehme eine Bilderwand. Geht schneller. Creative. Geht natürlich nicht. Toll. So. So, einmal hier mal rum, dann hier nach oben. So, wir wollen ja nur einen kleinen Chamber haben, in dem wir den Reaktor reinballern können. Und wie gesagt, ich mache jetzt den Reaktor fürs Erste so, dass wir nur erstmal kurz Hitze generieren. Ich versuche ihn nicht hochgehen zu lassen. Aber weil ich das nicht mit Sicherheit sagen kann, mache ich hier oben die Decke zu. Und wir schließen uns mal mit dem Reaktor ein. Ich meine, wir sind creative, uns kann nichts passieren. Machen wir so. So, ein Hebelhammer, schauen wir mal an. Quatsch. Wir gehen mal auf eine gute Temperatur. Wie gesagt, er läuft eine ganze Zeit noch. Aber wir gehen jetzt mal auf die Temperatur so 75 Grad. Und zwar, um mal zu zeigen, was praktisch passieren würde, würden wir unseren Reaktor ein bisschen... zu heiß machen. So. Okay. Wenn unser Reaktor zu heiß wird, ach komm, wir gehen gleich mal ein bisschen höher, da geht's vielleicht ein bisschen besser. So. Sind wir bei 92 Grad. Und was wir jetzt sehen, ist, dass langsam aber sicher durch die hohe Temperatur der Reinforced Stone anfangen wird zu schmelzen. Und zu Lava wird. Es dauert relativ lange noch. Es ging früher schneller. Muss man sozusagen. Aber wir sehen praktisch hier, wie es anfängt. Und einfach zerschmilzt. Nach und nach. Okay, und deswegen lassen wir jetzt einfach hochgehen. Kapau. Und wie wir sehen, Reinforced Stone schützt uns komplett vor einer Explosion. Genau deshalb baue ich diesen Bunker. Ich kann nochmal eine Door machen. Testen wir nochmal ganz kurz Reinforced Door. Also wie gesagt, es ist trotzdem noch eine Vorsichtsmaßnahme. Ich möchte jetzt noch zwei Dinge zeigen. Und zwar, weil ich es cool finde. Quatsch. Tür. Achso, Hebel noch hin.
Die Tür geht kaputt. Aber es ist nicht unbedingt Damage an der Natur. Wenn wir jetzt allerdings ein kleines Löchlein mal lassen, beispielsweise in diese Richtung hier, lassen wir mal hier ein Loch und bauen nochmal den Reaktor auf. So, so, so. Einmal das rein. Hier machen wir auch mal zu. Kurz an. Die Explosion breitet sich dann in diese Richtung aus. Und wir können praktisch theoretisch es effektiv nutzen, um Gänge zu meinen. Nein, also ein kleines Loch kann schon eine verheerende Auswirkung haben. Allerdings sind sie nicht so groß natürlich wie bei einer Explosion von einem Reaktor, der ungeschützt ist. Und der war relativ weit oben an der Oberfläche, der eine hier hinten. Gut. Das wollte ich mal zeigen und jetzt nochmal zum Thema Nuke. Einfach nur, um das gleich aus der Welt zu haben. Eine Nuke ist, wie gesagt, nicht mehr unbedingt das, was sie mal war. Ja. Wir brauchen ein paar Dinge. Und zwar, können wir Plutonium reinpacken. Passiert immer noch nicht viel. Hier außenrum kommen nämlich noch andere Dinge, und zwar TNT. Wir können die Explosion mit Plutonium und TNT bestimmen. Jedenfalls ging das früher. Wir brauchen Industrious TNT. Genau. So. Industrious TNT, ein Plutonium. Wir können auch nur mal Industrious TNT machen. Industrious TNT macht jetzt nicht so viel Bums. Ist halt nur Industrious TNT. Es dauert eine ganze Weile, also man hat genügend Zeit wegzulaufen. Wow, toller Nuke. Also eine Nuke heißt nicht immer, dass es eine riesen Explosion macht. Wenn wir allerdings jetzt da in den Mix ein wenig Plutonium geben und wir packen mal ein Industrious TNT nochmal rein. Und dann machen wir gleich nochmal die große Version, wo wir ein bisschen mehr Industrious TNT und Plutonium verwenden werden. Dann brauchen wir mal ein Stack von jedem dann. Es ist auch nicht so das Wahre. Es macht ein bisschen Damage in die Umgebung, ja, schön gut. So. Allerdings in dem Moment, wo wir sagen, hey, guck mal, wir haben Plutonium und wir haben Industrious TNT zuhauf. Also wir brauchen im Endeffekt nur ein Stack und ein Stack. Komm, zünden wir die Plutonium mal. Im Endeffekt das Plutonium und das Industrious TNT zusammen machen dann einen riesen Vorteil. Also wenn ihr wirklich effektiv die Welt zerbomben wollt, macht das. Also wie man unschwer erkennen kann, der Damage ist bis nach hier hinten gegangen. Und hat ordentlich, wie gesagt, es war an der Oberfläche. Unter der Erde ist es ein bisschen eindrucksvoller, weil es dann nicht einfach nur hier einmal quer nach hier hinten zimmert, sondern ein bisschen mehr macht. Also, ja, das ist eine Nuke. Und ich wollte es jetzt nochmal gezeigt haben, damit die Leute, die es nicht austesten können oder wollen. Die Sache ist die Industrious, Industrial Craft Explosionen sind relativ gut gemacht. Also sie sorgen nicht dafür, dass gleich eure komplette Welt zusammenbricht, weil eine gezündet wird. Was meist dafür sorgt, dass eine Welt dann crasht bei Industrial Craft, sind die gedroppten Items, die am Ende entstehen. Alles andere, die Explosion an sich wird ja gar nicht gerendert in der Form. Also es wird praktisch wie eine Art Weltumformung gemacht. Es kommt ein Explosionssound, es wird ein Damage auf die Entities applied, aber mehr passiert nicht. Also im Endeffekt ist es besser als ein TNT. Und unter der Erde bekommt man dann diese wunderschönen. Sie sind nicht mehr das, was sie früher waren. Das steht fest. Aber dafür sind sie wesentlich lagfreundlicher. Und das Lustige ist, alle Mobs kriegen Radioaktivität! Yay! Passiert eigentlich,
Ist das Gebiet verseucht oder? Also, etwa. Ich glaube, das ist einfach nur dann eine Übertragung, ja. Ja, also, das war eine Nuke, das war ein Reaktor. Jetzt wisst ihr, was das ist. Für die Leute, die sich schon immer gefragt haben, wie explodiert das Ding eigentlich und wie funktioniert das, das ist im Endeffekt das, weil ich es wahrscheinlich nie machen werde und zeigen werde auf der Welt. Auf unserem Server. Vielleicht mal eine Nuke, um jemanden zu ärgern, dass ich eine Nuke mache, wo drin halt nur ein Industrious TNT ist. Das heißt, es macht nicht viel kaputt. Und das steht dann halt irgendwo. Und dann, wenn eine Person sich einloggt, geht ein Hauler-Alarm los, oder wenn sie in ein gewisses Gebiet kommt, und dann steht da eine Nuke und sie zündet sich und derjenige wird ausrasten und denkt, oh nein, verdammt, eine Nuke, verdammt. Und am Ende macht nur Puff und nicht viel passiert. Ja. Gut, egal. Das wollte ich nochmal gezeigt haben. Da haben wir jetzt nochmal eine kleine Erklär- und was weiß ich Stunde gemacht. Ja. Gut. Muss auch mal sein. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War halt jetzt nicht unbedingt die produktivste Folge wieder. Ich hoffe, ich ändere das ab morgen wieder. Jetzt, wo wir Industrial Craft ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, können wir uns wirklich dran setzen, nochmal eine Scrap-Produktion zu machen. Ich möchte Blood Magic noch automatisieren. Botania bin ich mir immer noch unsicher, wie ich das umsetzen will. Ich meine, ich könnte es teleportieren, aber... ist immer so eine Sache. Naja, gut. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, noch einen schönen Tag. Und ja. Tschüss.